Hallo und willkommen zu unserem Raindancer Training. Mein Name ist Jens und ich werde euch durch diese Videoreihe begleiten. In den kommenden Videos werden wir uns den Raindancer mit all seinen verschiedenen Funktionen ein wenig genauer anschauen. In diesem Video wollen wir uns um die Benutzer kümmern. Dazu müssen wir uns aber erst einmal anmelden. Das könnt ihr auf zwei verschiedene Arten tun. Entweder folgt ihr dem Link in der E-Mail, die ihr bekommen habt, zusammen mit euren Zugangsdaten, oder ihr geht auf die Raindancer.com-Seite und klickt hier oben auf dieses Login-Symbol. Auf der Login-Maske angekommen, müssen wir nur noch unsere drei Benutzerdaten eintragen. Da hätten wir zum einen die Kundennummer. Diese ist für alle eure Benutzer identisch. Und falls ihr mal ein Problem haben solltet, wird auch der Support nach dieser Nummer fragen. Im nächsten Schritt tragen wir in den Benutzernamen und das Kennwort unsere mitgelieferten Zugangsdaten ein. In der Regel ist das der Administrator mit dem dazugehörigen Kennwort. Mit einem Klick auf Anmelden betreten wir nun das Raindancer-Portal. Was wir als erstes sehen, sind jede Menge Knöpfe und Navigationen, die uns aber heute noch nicht interessieren wollen. Gerade den oberen Bereich werden wir in den nächsten Videos erkunden. Heute wollen wir mit den Benutzern starten und so machen wir das auch. Wir klicken auf Benutzermanagement und wechseln auf die Benutzeransicht. In dieser Maske sehen wir unsere beiden angelegten Benutzer. Zum einen der Administrator, als der wir gerade selbst angemeldet sind, und zum anderen den Service-Benutzer. Dieser Benutzer wird hauptsächlich vom Raindancer-Team benutzt, um ihnen Hilfestellungen zu leisten, wenn mir irgendetwas nicht so ganz geklappt hat. Diesen können Sie auch gerne löschen. Unter Umständen dauert der Support dann aber ein wenig länger. Als ersten Schritt wollen wir den Administrator mal mit einem echten Nachnamen und Vornamen versehen und ein paar Daten hinzufügen. Wir klicken also auf das Bearbeiten-Symbol zum Administrator und öffnen uns die Administratorenmaske. Hier werden wir dem Administrator erstmal einen neuen Vornamen geben und einen passenden Nachnamen dazu. Was wir als nächstes tun sollten, ist, wir sollten auf jeden Fall das Kennwort ändern und es nicht mehr weiter bei dem initialen Kennwort, was von uns zugeschickt wurde, belassen. Also ändern wir hier das Kennwort in etwas Schwierigeres. Und im Prinzip sind wir hier schon fertig. Man kann das jetzt an dieser Stelle so lassen oder man trägt noch weiter eine E-Mail und ein Telefon hinzu. Wenn man das tut, dann kann der Administrator halt auch benachrichtigt werden, wenn etwas mit den Maschinen nicht stimmt. In meinem Fall möchte ich das jetzt auf jeden Fall mit einer E-Mail-Adresse machen. Also trage ich hier eine E-Mail-Adresse ein. Haben wir das so gemacht, können wir einfach auf Speichern und Schließen drücken und unser Administrator hat ein paar frische neue Daten. Jetzt, wo der Administrator schon frische neue Daten hat, wollen wir auch gleich noch einen Benutzer anlegen. Und das machen wir ganz einfach über den Klick auf Neuer Benutzer. Es empfiehlt sich für jeden einzelnen Benutzer, der Ihr System auch nutzen soll, auch einen entsprechenden Benutzer anzulegen. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen brauchen Sie Ihre Kennwörter nicht teilen und zum anderen können Sie jeden einzelnen Benutzer auch deaktivieren, wenn es nötig sein sollte, dass derjenige nicht mehr in Ihr System gucken soll. Wir legen jetzt hier einen neuen Benutzer an mit einer Kombination aus Vor- und Nachnamen als Benutzernamen. Vorname hier, der Nachname dort. Und jetzt dürfen wir ein neues Initialkennwort für diesen Benutzer anlegen. Das sollte also etwas sein, was Sie sich halbwegs leicht merken können und auch der Benutzer zumindest für die Erstanmeldung halbwegs leicht behalten kann. Der neu angelegte Benutzer kann natürlich später sein Kennwort selbst ändern. Bei E-Mail und Telefon verhält es sich ganz ähnlich wie bei dem Administratoren. Tragen wir hier etwas ein, so kann der Benutzer benachrichtigt werden, wenn etwas Besonderes mit den Maschinen passiert. Das machen wir jetzt hier auch. Wir tragen jetzt hier mal die E-Mail-Adresse von den Herrn Watson ein. Und eine Telefonnummer im internationalen Format. So. Haben wir das alles so gemacht? Können wir jetzt hier auf Speichern drücken und in dem Moment wird der Herr Watson auch als Benutzer angelegt. Er könnte sich jetzt also auch schon anmelden, allerdings nur an der App.
Der Webzugang bleibt ihm bis jetzt noch verwehrt, weil er dafür noch keine bestimmten Rechte hat. Wir können über Gruppenmitgliedschaft hier oben entsprechende Rechte für den Herrn Watson zur Verfügung stellen. Da im Raindancer alle Rechte über Gruppenmitgliedschaften geregelt werden, bedeutet das, dass wir den Herrn Watson noch in die Gruppe der Webportalbenutzer mit einfügen müssen. Das gibt ihm das Recht, sich auch am Portal anzumelden. Als letzten Punkt müssen wir nur noch eine Sache tun, und das ist, dass die Benachrichtigungen entsprechend einzustellen. Momentan ist es so, dass kein einziger Benutzer jemals benachrichtigt werden würde, wenn irgendetwas mit den Maschinen schiefläuft. Und das ist sicherlich nicht unser Ziel. Wir können über den Punkt Benachrichtigung einstellen, uns die Matrix aufmachen, wann welcher Benutzer über welche Ereignisse informiert wird. Fangen wir doch gleich mal oben an bei dem Herrn Holmes. Er soll informiert werden, wenn ein Einsatz fertig ist und eine Störung vorliegt, um sich darum kümmern zu können oder eventuell noch jemandem Bescheid zu sagen. Der Herr Watson allerdings soll bei Ereignisbereichen informiert werden. Was das genau bedeutet, hören wir in einem späteren Video. Wenn das Ziel erreicht wurde, wenn ein Einsatz fertig ist, wenn eine Störung vorliegt oder eine Warnung an der Maschine stattfindet, dann soll er informiert werden. So ist das okay. Wir klicken auf Speichern und anschließend auf das X hier oben, um das abzubrechen. Damit haben wir im Prinzip alles getan, was man zu einem Benutzer wissen muss. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist eventuell noch das Löschen eines Benutzers für den Fall, dass jemand ausgeschieden ist. Das können wir entweder über das X machen, dann kommt eine Frage hoch, ob wir den Benutzer wirklich löschen wollen. Wenn es nicht ganz so drastisch sein soll, dann können wir den Benutzer auch nur deaktivieren. Das können wir über die Bearbeiten-Fläche machen und dann über diesen Punkt Benutzer ist aktiv auf Nein und Speichern. Und schon kann sich der Herr Watson nun nicht mehr anmelden, obwohl er die richtigen Rechte hat. So viel zu den Benutzern. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in den nächsten Videos. Vielen Dank und bis dann.